Ja, leider habe ich das 89 so ein bisschen verpasst. Wir haben das nur im Fernsehen mitbekommen, konnten es erst gar nicht glauben. Hans-Joachim Friedrichs in der Tagesschau werde ich nie vergessen. Wie gesagt, die Mauer ist auf. Anstatt jetzt gleich loszufahren und sich das alles anzugucken persönlich, haben wir das aus irgendwelchen Gründen, mein Mann und ich, nicht gemacht. Und im Nachhinein haben wir es ziemlich bereut. Ich wäre gern dabei gewesen, weil es doch schon eine große geschichtliche Sache war. Ja, was wünsche ich mir für ein Deutschland? Eigentlich, wo alle frei leben können, frei ihre Meinung sagen können, so wie es jetzt auch ist. Und ich wünsche mir, dass die Ostdeutschen wieder ein bisschen mutiger werden, auch ein bisschen mutiger zur Demokratie. Die Westdeutschen natürlich auch, aber dass wir irgendwie eins sind, eins werden und dass die, ja, diese Feindseligkeiten Fremden gegenüber auch aufhören. Wir kriegen das irgendwie geregelt. Natürlich ein Überrennen von manchen Punkten wäre vielleicht nicht ganz so toll, aber wir sollten mal überlegen, was wir geschichtlich angerichtet haben und das auch nicht vergessen. Und ja, also ich bin der Meinung, ich wünsche mir ein Deutschland, in dem alle leben können. Friedlich nebeneinander und respektvoll.